Wir brauchen dafür ein Schmuckdraht. Für die Verkrimpung der Schlaufe nachher gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Ich werde nur zwei zeigen. Was wir dazu gebrauchen können, ist dann eine Nadel von einer Einwegspritze. So, hier haben wir jetzt eine Dremelscheibe. Hoffen, dass wir den Draht da durchkriegen. Bei den Nadeln muss man schauen, was man für einen Draht hat. Wir haben jetzt hier eine 09er Nadel. Ich habe irgendwo noch eine etwas dickere. So, nun kommt es darauf an, ob wir jetzt hier keinen Draht dran haben. Das könnte natürlich noch ein Problem werden. Ja, das geht. Ah ja. So, ihr seht ja, jetzt kann ich hier meine Schlaufe schön abbinden, in der Länge, wie ich sie brauche. Dann nehmen wir mal die Krimpzange. Ich hoffe, dass die kleinen damit gehen. Die Quetschung kann man kaum erkennen. Jo, jetzt haben wir eine vernünftige Verbindung. Die Alternative wäre mit einem Seitenschneider natürlich sehr vorsichtig, nicht abkneifen, diese Hülsen zusammendrücken, zweimal. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das hält, kann ich auch mir nochmal helfen, indem ich eben einfach hier mal einen ganz kleinen Tropfen dünnflüssigen Sekundenkleber dran gebe. Und schon habe ich eine relativ saubere Schlaufe, was natürlich viel schöner aussieht als so ein Knoten. Aber wie gesagt, ich brauche irgendein Material, was ich krimpen kann. Hier Schere geht besser. So, jetzt haben wir schon mal das eine Ende. Das wäre jetzt das Ende am Seitenruder oder am Höhenruder. Ich könnte das gleiche natürlich auch gleich durch unser Ruderhorn ziehen. Aber da finde ich, gibt es eine Lösung, die einfacher ist. So, nun gibt es eine Möglichkeit. Also ich benutze hier zum Beispiel ziemlich häufig diese Diamond Servos. Ich stecke das Seil durch das erste Loch, also ich brauche eigentlich immer zwei Löcher, egal wie ich den abkürze, dann ziehe ich den wieder zurück. Und was nun? Knoten? Nein, ganz einfach. Ich wickel das Seil zweimal rum und ziehe die Schraube einfach fest. Habe ich eine hundertprozentige Verbindung. Der Vorteil dieser Konstruktion ist, wenn ich nicht gleich beim ersten Mal meinen Ruder richtig eingestellt habe, kann ich die Schraube wieder lösen und kann einfach mein Seil wieder lösen und ich kann das, je nachdem, wie ich das haben möchte, neu einstellen. Das heißt, ich lasse am Ende auch im Rumpf wirklich so 2 Zentimeter überstehen, damit ich das nochmal packen kann. Das mag einer vielleicht nicht so schön finden, aber funktionell ist das allemal. Ich habe im Rumpf eh keinen vernünftigen Platz, um so eine Krimpung zu setzen. Also das heißt, wenn jetzt hier mein Ruder drinne sitzt, hier unten jetzt hier noch irgendeine Krimpung zu machen oder sowas, im eingebauten Zustand, und schon habe ich mein Seil dementsprechend arretiert. Nun kam die Frage auf, wie kriegst du das Seil da durch das dünne Röhrchen und hinten aus dem Rumpf wieder raus? Ich mache hier mal einen Schlitz für eine Seitenruder, für eine Höhenruderanlenkung rein. Ich gehe also einfach nur so, dann wird das ein bisschen aufgemacht. Da wir ja hier immer so ein bisschen mehr auf der Rolle haben, führe ich jetzt hier vorne einfach mein Draht rein. Ah, jetzt läuft er. Aber nimm meinen Bauch nicht so auf. Jetzt kommt der Vorführeffekt. Das ist noch zu klein.
So, der Prozess ist manchmal ein bisschen fummelig. Ich stecke eigentlich den Draht hier rein und versuche den Draht hier aufzuwickeln. So, jetzt habe ich mir den nämlich so das letzte Stück. Deswegen bleibt er ein bisschen länger. Und schon habe ich meinen Draht hier draußen. Seht ihr, der ist hier so ein bisschen aufgeknüdelt. Das macht nichts. Ich ziehe den ein bisschen weiter raus, bis ich wieder ein glattes Stück habe. Und habe jetzt hinten mein Seil draußen. Und wie ihr seht, vorne raus. Ich habe überall ein bisschen übergelassen. Und kann jetzt entweder hier hinten eine Krimpung machen. Oder ich kann eben jetzt hier die Schlaufe reinmachen für mein Ruderhörnchen. Macht Sinn, nochmal vielleicht mit der Zange nochmal nachziehen. Machen wir jetzt nicht. So, dann die Schlaufe etwas zusammendrücken, damit die nicht so weit offen steht, weil ja unser Ruderhorn, was wir bis jetzt erst nur so weit vorbereitet haben, dass ich den hier rüber machen kann. Zum Ruderhorn. Hier haben wir zwei Ruderhörner, die Norbert dankensweise gefräst hat. Nun gibt es da zwei Möglichkeiten, oder vielleicht auch noch mehr, ich weiß nicht, um dort das Kabel, den Draht zu befestigen. Eine Möglichkeit wäre, einfach nur ein Loch durchbohren, den Draht durch, die Schlaufe. Das wäre eine Möglichkeit. Dann kann ich aber schlecht mal eine Feder austauschen, weil ich immer alles unter Spannung habe. Ich persönlich mache wirklich nur einen Schlitz rein. Ich hake das einfach hier ein. Fertig. Da ich meine Leitwerke nie abnehme, mache ich hier hinten manchmal noch einen kleinen Silikontropfen ran, dass das Seil nicht einfach von alleine aushakt. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich hier quasi ein Loch reinmache und dann einen Schlitz von hier oben mache, dass das Seil nicht so schnell aushaken kann. So, und dadurch, dass ich hier das Loch drinne habe, habe ich eine Lochführung, die so ein bisschen hakeliger ist. Wobei man aber auf alle Fälle darauf achten sollte, eine Höhenruderanlenkung mache, die durch den Pylon geht, dann sollte dieser Schlitz hier unten auf alle Fälle so groß sein, dass das Seil auch nach dem vollen Ziehen oder Drücken hier aus dem Schlitz wieder rauskommt und hier nicht einfach so hängen bleibt. Und man sich dann wundert, dass hinter einem das Modell in einem Radius von irgendwie macht ein Looping mit 8 Metern und mit Vollspeed einschlägt. Jetzt hole ich nochmal eben ein Original, um das nochmal im Original zu zeigen, wie das aussehen könnte. Da ich immer rudderless fliege, also ohne Seitenruder, habe ich meist nur ein Servo drinne. Ich habe hier den Draht, der ist etwas länger. Seht ihr? Dann sieht man hier den Überstand. Damit kann ich ständig, oder wenn ich es not tut, mein Seil auf Länge bringen. Dann habe ich hier hinten, hier kann man nochmal sehen, die Höhenruderanlenkung. Beim Seitenruder wäre es ähnlich. Wenn jetzt mal jemand fragt nach den Federn, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da hat der Felix in RC Network einen wunderbaren Bericht geschrieben und auch das Vermessen, welche Federn, wenn sie so und so lang sind, wie sie gefertigt sind, was sie dann bringen. Darauf wollen wir eigentlich gar nicht mehr weiter eingehen, weil das hat jemand schon mal so toll gemacht im RC Network. Robert verlinkt das nochmal unten und ich denke, das sollte dann auch reichen, das kann jeder sich nachlesen. Diese Ruderhörnchen sollten nicht nur in den Schaum gesteckt werden, sondern auch immer mit der Oberfläche verklebt werden, weil sonst reißen sie relativ schnell aus dem Schaum raus. Wenn ich das voll verklebe mit der Oberfläche, das heißt, ich mache den Schlitz tief genug, das funktioniert relativ lange und auch bei harten Bedingungen. Ja, wir werden uns nochmal demnächst mal noch ein neues Thema ausdenken, wo wir da landen, wissen wir noch nicht so ganz genau. Ideen haben wir schon. Ob wir es noch vor Weihnachten schaffen, ist auch noch die Frage.
Aber ansonsten, falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest.